Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ihr werdet es genauso wenig glauben wie ich, aber nach 2,5 Wochen Warten ist endlich der Goblin Raw 580 da und heute machen wir endlich das Unboxing. Also, viel Spaß. Ich habe ja schon echt nicht mehr dran geglaubt. Ihr erinnert euch an die Misere mit UPS? Ja. 2,5 Wochen hat es gedauert seit Versand und es nannte sich UPS Express Saver. Also, ne, günstige Variante von Express. Ich glaube, der Heli hat wahrscheinlich inzwischen mehr von der Welt gesehen als ich. Es hat jedenfalls 2,5 Wochen gedauert. Ja, so viel dazu. Wir sind froh, dass er einfach mal endlich da ist. Aber ihr seht schon, in einer schicken neuen Verpackung, ganz hübsch, werden wir jetzt gleich die Box aufmachen. Wir werden zusammen mal reingucken, was drin ist. Und dann zeige ich euch noch mein Setup, was in die Kiste dann reinkommt an elektronischen Komponenten. Und ja, dann würde ich sagen, fangen wir doch direkt mal an. Ja, dann willkommen hier mit meinen tollen Galoschen, die ihr jetzt immer wieder im Bild sehen werdet. Haha. Ich würde sagen, wir fangen an mit der Box. Ihr seht schon, das Design ist komplett neu. Ich habe gesehen, dass SAB mal gewitzelt hat und hat gesagt, hier ist ja jetzt schon ein G mit drin. Mein Freund hat tatsächlich sogar gesagt, hä, haben die sich umbenannt? Heißen die jetzt nur noch Oblin? Nein, das hier ist quasi das G. So, auch schon mit dem neuen SAB-Logo, wie ihr sehen könnt. Und ansonsten ist eigentlich alles wie gehabt. Dann würde ich sagen, machen wir mal auf das gute Stück. Blub. Und hier könnt ihr jetzt schon sehen, wir haben hier die farbige Anleitung, wie immer, mit allem schön in 3D und Illustrationen erklärt. Wir haben hier ein kleines Kärtchen. Follow us. Und wir haben hier die Registration Card, wo man sein Kit registrieren kann, für den Fall, dass irgendwie was ist mit dieser Serie, dass es irgendwie bessere Teile gibt oder Upgrade-Teile, dann wird man informiert. Dieses schöne Stück hier mal weg. Und da kommt schon unsere Haube zum Vorschein. Bop, 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 bop. Und ihr seht, die ist sehr, sehr kompakt. Mal aufmachen! Ich muss immer gleich alles anfassen. So, hier ist das gute Stück. Auf der einen Seite diese Farbe, auf der anderen Seite diese Farbe. Für Hardcore-Piloten, wie ich es nicht einer bin, soll das dabei wahrscheinlich helfen, dass man die Lage erkennt. Ja, von vorne gelb, von der Seite grün, von der anderen Seite rot. Ist ein mattes Finish tatsächlich, also nicht hochglänzend. Innen drin aus Carbon. Super, super leicht. Und naja, ihr seht ja schon, viel dran ist an der Haube auch nicht. Dementsprechend, ja, denke ich mal, dass auch der ganze Heli ziemlicher Leichtbau werden wird. Hier drunter verbergen sich noch die Seitenteile. Und ich gehe mal davon aus, hier werden unter anderem auch die neuen Blätter drin sein. SAB hat ja jetzt neue Blätter rausgebracht und die sind bei diesem Heli standardmäßig schon mit dabei. Ich meine tolle goldene Schere, mit der ich sonst nur Einkaufszentren eröffne. Und wir noch die Zelda-Musik. Ah, da sind schon die neuen Blätter. Mit SAB-Logo drauf. Sieht sehr, sehr schick aus, tatsächlich. Muss ich ehrlich zugeben. Ich drehe sie euch mal. Also ja, kann was. Ist alles sehr futuristisch geworden bei SAB. Soll nicht heißen, dass sie noch nie futuristisch waren, aber jetzt sind sie extrem futuristisch geworden. Ja, und ich denke mal, so, was haben wir hier noch alles? Kufenbügel und Kufen. Hier, das sieht mir irgendwas aus wie fürs Heckrohr aus Aluminium. Ja. Ihr seht schon, wie immer bei allen Helis und auch natürlich bei SAB, wir haben hier die Packung.
Und hier steht jetzt neuerdings sogar dabei, auf welcher Seite in der Anleitung ihr für dieses Teil das findet. Also sehr, sehr lobenswert. Also da tut sich tatsächlich noch was. Ich fand ja die Anleitung bei SAB schon immer super und hätte nicht gedacht, dass es noch eine Möglichkeit gibt, was zu verbessern. Und jetzt guckt euch mal das hier an. Das ist ja schon so ein bisschen sexy, ne? Mit der Schrift hier auf diesem Carbon-Heckrohr. Ist das Carbon? Ne, ich glaube, es ist Alu. Ja, das ist, glaube ich, ein Alu-Heckrohr. Zumindest sehe ich kein Carbon-Muster drauf. Ist schon... It's nice. It's very nice. Jetzt will ich aber auch noch gucken, was hier drin ist. Weil ich bin ja neugierig, ne? Gucken wir mal, was sich hinter Tor Nummer 2 verbirgt. Der Blatthalter. Noch mit, hier seht ihr nochmal das G. Ne? Jetzt haben wir hier die Haube. Für alle, die es vorhin nicht verstanden haben. Oh, ah ja, hier ist wohl das Hauptgetriebe. Das muss ich jetzt tatsächlich mal auspacken. Ich bin sehr neugierig. Gucken Sie sich das einmal an, meine Damen und Herren. Ist interessant. Habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Wahrscheinlich, weil ich eben kein RAW bis jetzt aufgebaut habe. Motorriemen. Ja. Tatsächlich. Es kommt mir alles irgendwie ein wenig übersichtlicher vor als sonst. Keine Ahnung warum. Ich kann es echt nicht sagen. Ich glaube, weil sonst auch immer so ein lackiertes Heckrohr dabei war und so, ist das jetzt tatsächlich ein bisschen übersichtlicher geworden. Aber ich glaube, das soll es gewesen sein. Erstmal vom Unboxing. Jetzt habt ihr mal gesehen, was in der Packung drin ist. Und jetzt kommt der spannende Teil. Was heißt spannend? Für manche vielleicht spannend. Ist das Setup. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich ja meinen Goblin 570 Sport verkauft. Unter anderem unter der Prämisse, dass ich maximal die Servos drin lasse. Hat den Grund, dass ich natürlich die alten Komponenten wieder weiterverwenden möchte. Und deswegen ist der Motor nach wie vor ein Contronic Pyro 650-103. Hier ist das gute Stück. Ich weiß was. Wir machen das jetzt wie in diesen ganzen Beauty-Channels. Halten die doch immer so. Ja, da. So. Und dann als Regler natürlich auch das alte Stück aus dem 570. Das ist der Contronic Colibri 140 Ampere. 2 für 2 bis 6 S Akkus. Moment. Beauty-Variante. Sieht so aus. Ist natürlich ausgebaut und dementsprechend schon wunderbar hier verlötet. Hat schon integrierte Telemetrie für meinen Graupner-Sender. Also er spricht Graupner. Das ist schon mal sehr schön. Und ja, hat wunderbar funktioniert im 570. Dementsprechend kommt er da natürlich auch wieder rein. Als Flyerless-System nehme ich mir einfach, Moment, Beauty, nehme ich mir einfach das Flyerless, was im 570er schon drin war, mit genau dem Setup, was im 570er schon drin war. Ich mache es mir einfach und gucke mal, wie weit ich mit dem, was da erflogen wurde, schon komme. Vielleicht muss ich ja gar nicht mehr so viel umstellen. Und jetzt kommt der lustige Teil, weil ich nämlich aufgrund dessen, dass ich ja jahrelang für Graupner geflogen bin und von denen auch mal die Servos geflogen bin und nicht so wahnsinnig viel Auswahl hatte, habe ich überhaupt keine Ahnung mehr davon, was es im Moment auf dem Servomarkt denn eigentlich so gibt. Coreless und Brushless und schieß mich tot. Und deswegen habe ich in Facebook ein bisschen rumgefragt und unter anderem auch einen befreundeten SAB-Teampiloten befragt. Grüße an dieser Stelle an Mario. Und sehr viele Leute haben mir die GDW-Servos empfohlen. Da gibt es jetzt auch weiß ich, wie viele Versionen. Aber ja, irgendwann habe ich dann gesagt, komm, sei es drum, auch wenn die Farbe hier ein wenig fancy ist. Ich versuche immer nicht Klischees zu entsprechen, aber in dem Fall, ja, werde ich mir bestimmt wieder einiges anhören müssen. Das hier sind die guten Helis und ihr, Helis, Servos. Und ihr seht schon, die sind bunt. Seht ihr das?
Und jedes sieht, also das ist tatsächlich ganz nice, jedes sieht so ein bisschen anders aus. Die sind zwar alle bunt, aber ja, jedes hat so ein bisschen andere Farben drauf. Und ja, jetzt kommt wahrscheinlich wieder Mädchen, Einhorn, Pinke. Ja, scheiß drauf. Nein, also die sollen tatsächlich sehr, sehr gut sein. Das sind jetzt Midi-Servos. Midi-Servos gibt es nämlich tatsächlich gar nicht so viele. Und ja, ganz ehrlich, natürlich, es gibt einige, die bestimmt viel, viel besser sind. Aber erstens, kein Hardcore-Profi-Competition-Flieger. Und zweitens, Money, 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 Money. Und wenn man den ganzen Mist nämlich selber bezahlen muss, es ist schon ein Haufen Schotter. Dementsprechend. Ja, ich wollte jetzt nicht zu tief in die Tasche greifen. Dementsprechend, ne? Kommen jetzt mal bunte Einhorn-Servos in diesen Heli rein. Ich bin mal sehr gespannt. So, und als Akkus fliege ich weiterhin meine OptiPower 6S-Akkus. Ich habe die in 4000 mAh-Version und in 5000 mAh-Version. Die hier bin ich hauptsächlich im 570er Sport geflogen und kam da je nach Drehzahl so auf 6 bis 9 Minuten Flugzeit, also dicke. Und so wie ich das verstanden habe, ist der Heli hier sogar noch ein kleines bisschen leichter. Vielleicht kriegen wir da ja sogar noch mehr Flugzeit raus. Und wir haben einen größeren Rotorkreis. Ein bisschen. Aber wer weiß. Und als Sender natürlich nach wie vor meine Graupner MZ32, die ich immer noch habe und wahrscheinlich fliegen werde, bis sie auseinanderfällt, weil, naja, ich muss euch ja nicht erzählen, was ein neuer Sender kostet. Dementsprechend, sie tut ja ihren Dienst und ist ja auch nicht schlecht. Und dementsprechend, machen wir damit mal weiter. Und für alle von euch, die es interessiert, weil ich häufig die Fragen dazu gekriegt habe, ob man denn auch Standard-Servos in den Heli einbauen kann, weil viele Leute sind nicht so der Fan von MIDI-Servos. Ja, es gibt jetzt offiziell Ersatzteile, die das ermöglichen sollen und die habe ich jetzt für euch einmal mitbestellt. Ich habe ja MIDI-Servos gekauft, aber für den Fall, dass man irgendwann mal umsteigen möchte und ich möchte es euch eben auch zeigen, das sind diese beiden Ersatzteile hier. Das ist einmal für Front-Servo-Mount, das ist die H1217S. Sieht so aus. Und dann einmal für das hintere, für das Heckservo, das ist die H1207S. Und sieht so aus. Eben, weil viele gefragt haben, ob man auch Standard-Servos einbauen kann. Ja, es scheint mit diesen Ersatzteilen zu gehen. The more you know. Das war's auch schon mit dem Unboxing. Jetzt habt ihr gesehen, was in der Schachtel ist. Ihr habt gesehen, welches Setup ich einbauen werde. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Ich meine, Heli aufbauen ist ja an sich keine Kunst. Allerdings habe ich noch keinen von der keinen von der Raw-Serie aufgebaut. Bin dementsprechend gespannt, ob es da ein paar kleine Neuerungen gibt. Ich erinnere mich noch, als ich den ersten Kraken aufgebaut habe, waren da auch tatsächlich, wenn man so 5 bis 8 Goblins mal aufgebaut hat, war dann der Kraken tatsächlich mal was anderes. Deswegen bestimmt gibt es hier auch ein paar kleine Überraschungen. Bitte versteht, dass ich wahrscheinlich kein Dauerfilm-Aufbau-Schnelldurchlauf-Video machen werde, weil ich nach wie vor der Meinung bin, dass es ja eigentlich keinem so wirklich was bringt. Und das ist ein großer Aufwand, weil ich dann immer hier Licht-Setup und Kamera aufhängen und man ist dann nicht so flexibel, dann nach Feierabend mal zu sagen, ach komm, ich mache nochmal schnell eine halbe Stunde was. Deswegen würde ich sagen, ich baue den Heli einfach mal auf und dann würde ich mit euch wahrscheinlich ein kleines Video machen, wo wir dann nochmal Erfahrungen zusammenstellen, uns mal angucken, wie die Komponenten da jetzt genau drin sind. Und dann müssen wir sowieso mal gucken, was das Wetter sagt für den Erstflug. Langsam wird es ja ein bisschen wärmer. Wir sind immerhin jetzt schon bei 4 Grad. Dementsprechend, vielleicht ist das ja so in ein, zwei Wochen dann ein bisschen besser. Ja, das soll es dann auch gewesen sein. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit dem Unboxing. Seid genauso gespannt wie ich. Vielleicht hat ja jemand von euch schon einen RAW 580, der schon flugfertig ist. Würde mich bei den 2,5 Wochen Lieferzeit nicht wundern. Und ja, dann könnt ihr mir eure Erfahrungen, Kommentare unten in die Kommentarbox schreiben. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, was ich vielleicht im nächsten Video beantworten soll, immer her damit. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!